waren eher freier Natur. Am Ende sieht man das nicht in der Statistik. Zumindest nicht in der, die hier präsentiert wird, aber es hat dem THW natürlich geholfen. Und deswegen ist der Rückstand auch nicht höher als nur ein Tor. Und damit geht's rein in die zweite Hälfte. Die Gäste aus Paris in den dunklen Trikots nun von links nach rechts. Wechsel auf links außen. Adama Keita ist jetzt im Einsatz und Landin lässt Staines am langen Arm verhungern. Nee. Winzek war abgedeckt und dann trollt sich Dubnyak wieder. Ah, geht gleich wieder los mit 7 gegen 6. Ja, sehr gut nach links verlagert, aber eine günstige Wurfposition war es nicht. So, Elohim Ponty fällt wie vom Blitz getroffen und Patrick Winzek sagt, ich habe nur einen Block hingestellt. Aber es gibt trotzdem die 2-Minuten-Strafe. Ja, irgendeiner hat ihn im Gesicht getroffen. Ja, für meine Begriffe hat er recht. Es gab keine aktive Bewegung in Richtung des Gesichtes. Ja, er dreht sich sogar weg. Also, das sind keine 2 Minuten. Sicher nicht. Aber es ist eine Hypothek, mit der man reingeht. Ein Tor hat man schon gefangen, jetzt die Unterzahl. Aber es ist genug Zeit. Der nächste Wurf, der zumindest mal aufs Tor kommen muss. Das hat der Großen klasse gemacht und hat da Raum geschaffen für Zarabetz. Ja, das ist eine Zeitstrafe. Da kommt Damke viel zu spät. Rauscht rein. In Solé. Bo. Das ist jetzt mal eine Aufgabe. Thank you.
Ja, jetzt geht es erstmal darum, ein paar Sekunden runterzuspielen. Denn im Angriff geht das ja alles noch mit 5 gegen 6. Aber hinten sind sie dann zu 4. Und jetzt droht ihnen dieses Spiel tatsächlich zu entgleiten. Stark von Sarkozy. Ja, Yannick Kreth versucht rauszubekommen, wie viele Pässe das noch sind. Nichts mehr zu machen, Zeit abgelaufen, Kontingent der Pässe ebenfalls. Ja, zumindest ist es nur noch die einzelne Unterzahl, aber der THW hat noch keinen Treffer erzielt in der zweiten Hälfte. Ja, hoffentlich hat er sich nicht die Kapsel geprellt oder sowas. Ja, zweite 7 Meter von Niklas Ekberg, der schief geht. Und das ist für meine Begriffe von vieren, glaube ich, insgesamt einer zu viel. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, die Schiedsrichter lassen ja schon einiges zu. Ne? Dieses Foul von Prandi eben an Sarkozy zum Beispiel, gibt es ganz viele Schiris, die es auch da 2 Minuten geben. So, geht was nach vorne. Nee. Also dieses Umschaltspiel nach vorne läuft nicht gut. Oh, jetzt kommt der angeschlagene Billig zum ersten Mal. Der aber stark in Form war in den letzten Wochen. Wäre toll, wenn er der Mannschaft helfen könnte.
Ja, der nächste Werfer. Gleiche Situation. Das ist jetzt die Chance für den THW, hier jetzt mal reinzufinden in diese zweite Hälfte. Es ist wirklich überfällig. Na also. Magnus Landin. Gut antizipiert. Staines im Griff behalten. Schade, wenn er den ablegen kann auf Dahmke, dann geht vielleicht was. Aber wieder ein Beispiel dafür, dass der THW mit der ersten und zweiten Welle nicht zurande kommt. Diagonale Pass hat nicht funktioniert. Jetzt vielleicht. Reinkind. Sehr gut. Das ist ja die Alternative. Na, wenn du nach links verlagerst in der Überzahl. Und der diagonale Pass hat zuvor nicht funktioniert. Dann vielleicht der Parallelstoß, so wie eben. Einfach auch so ein Mann wie Erik Johansson, der aus leichten Situationen Tore erzielen kann, ohne dass er eine große Vorbereitung braucht. Gut weggesperrt, nächster Treffer von Saarbrücken. Jetzt ist der THW wieder in Angriffsmodus. Sübczak, gut weggesperrt von Överbü. Aber die Tore von Luke Staines kannst du nicht verhindern. Das ist ja der Mann, der für den verletzten Karabatic vor 3 Jahren geholt wurde und der dem Spiel von PSG schon eine neue Qualität beschert hat. Ja, sie müssen erstmal die Rückwärtsbewegung hinbekommen. 7-6 Unterzahl, was da alles mit reinschwingt. Und sie konzentrieren sich nicht so sehr auf eine schnelle Mitte. Erste, zweite Welle sehen wir fast gar nichts. Ja, vorne hat er ihn verworfen, aber hinten, den hat er gut weggefischt, Ferran Solé. Aber das ist ein schwerer Gang in eigener Halle. Aber das Publikum sieht das ja, dass mit den Jungs aus Paris nicht zu spaßen ist. Meine Begriffe stand da schon, Frondi.
Schiri hat sich entschuldigt, aber was trägt das denn, Kehler? Dass wir den Kopf verlieren. Bleib dabei. Wir kriegen unsere Bindung. Jetzt. Speed. Du bist hinter Mitte. Ja. Schule. Du bist schön aggressiv. Ja. Dann bist du hier. Ja. Du bist 5. Peggy. Ja. Hadi, du bist 2. Du musst jetzt also komplett sich entfalten. Du kommst wechseln noch, ja? Versuchst du zu, Peggy kommst du wechseln. Jetzt, vorne. Rechtsbremse links erlangen, okay? Becky, komm so hier, dass du wechseln kannst kurz. Du bist dann hier, Pete, ja. Okay? Ja. Männer, ich will den Ausland nehmen. Da, denk dir an unseren Window. Zweite Welle. Weiter. Ja, Ja, beide Slow-Mos können das nicht auflösen. Es ist auch vorbei. Das ist ja das Schöne am Handball. Brauchen wir uns nicht mehr drüber aufregen. Aber das Spiel des THW macht mir Sorgen. Muss ich wirklich sagen. Sie finden nicht viele klare Lösungen vorne im Angriff. Sehr gute Entscheidung von Harald Reinkind. Ja, er steht außerhalb und deswegen Ballbesitz von PSG. Wenn er jenseits der 6-Meter-Linie denn verhindert hätte ins Tor aus, dann wäre es Ballbesitz für Kiel gewesen. Schau, da haben die Kieler Glück, dass das kein Strafwurf wurde. Das ist für Dubljak sauschwer zu verteidigen, dieser Antritt. Und dann kommst du halt sofort in die Unterzahlsituation hinten an der 6-Meter-Linie. Schrittfehler von Fondy. Hallo. Ja, jetzt war es Christoph Hans, der Dubljak noch richtig eine pfeffert. Ja, bei diesem Riesen sieht das natürlich auch brutal aus. Aber das ist auch das, was Philipp Diecher angesprochen hat mit der Auszeit. Geht drauf, versucht die erste, zweite Welle. Blanti schafft den Anschluss. Und sie haben wieder Überzahl.
Klasse durchgesetzt von Fondi. Ja, zum Glück hat Landin ganz am Ende noch die Finger weggenommen. Wenn er da wieder zupackt, fliegt er erneut raus. Jetzt ist doch mal was los hier. Schwacher Wurf vom Vertreter von Christoph Hans. Das ist Dominik Mathé, der Ungarn. Und Rune behält die Ruhe. Ausgleich. Raúl González versucht, das Momentum zu stoppen, der Kieler. Ansprechpartner ist immer Luc Steyns. Aber ihm fehlt natürlich so ein Mann wie Nikola Karabatic mit seiner Erfahrung, mit seinem Spielstil auch, der eine Abwehr ganz anders noch beschäftigen kann. Stark ausgespielt. Das war gut. Ja, ist ja immer noch Überzahl. Kann man ganz locker 6 gegen 5 den Vorteil nutzen. Reinkind hat sich enorm gesteigert. Ja, man sieht bei Billig, dass er mehr oder weniger nur eine Anspielstation ist. Er traut sich nicht so richtig in die Zweikämpfe. Wie gesagt, die Adduktoren machen ihm zu schaffen. Darf ja auch eins nicht vergessen, der THW muss das Wochenende im Blick behalten. Die deutschen Mannschaften, der SCM und der THW, sind die einzigen beiden in diesem Viertelfinale, die zwischen den Viertelfinalspielen ein Ligaspiel haben. Alle anderen 6 haben im Prinzip 5 Tage frei und können sich vorbereiten. Ich kommentiere das nicht, ich stelle es lediglich fest. Die 6 anderen. Auch an diesem Abend mal wieder. Ja, ganz am Ende kann er sogar selber gehen. Sander Sargosen, dann ist die Pforte ein Spalt weit aufgegangen. Ja.
Ja, jetzt hat das Timing gepasst. Ferran Soler macht instinktiv das Richtige. Er geht über die Innenseite und drängt Rune Dahmke damit in den Wurfkreis. Die Folge ist der nächste Strafwurf. Ja, Zipchak hat 7-Meter-Quote von über 75%. Das ist ein Top-Wert in dieser Champions League. Ja, der erste Angriffsdruck ist weg. Es war ein sehr langer Ball. Und dann wird das Tor ziemlich klein auf der anderen Seite. Ja, sehr gut die Rückwärtsbewegung hinbekommen. Haltbarer Ball für Grähn. Die direkte Reaktion. Endlich mal. Jetzt trauen sie sich das auch. Rein, Kind. Aber auch die Kieler Abwehrreihe wird jetzt ein bisschen müder. Und die Ausflüge von Luke Staines werden immer effektiver. Was der für seine Mitspieler an Chancen generiert, das ist einfach Wahnsinn. Die nächste. Christopanz profitiert aktuell davon. Also der THW muss wenigstens dranbleiben. Und dann muss eine Steigerung her im Rückspiel. Aber es darf am Ende keine Niederlage mit 4-5 Toren sein. Ja, und dann sitzt auch mal einer. Und dann sind es wieder 3. Ah, da war Sargosen ein bisschen zu deutlich auf Anspiel getrimmt. Ja, auf der Halbposition gegen Christoph Hans haben sie ein bisschen Probleme, wenn sie versuchen abzurollen. Er bleibt einfach stehen. Ja, jetzt läuft die Zeit für den Angriff ab. Aber das haben sie gut hinbekommen.
letztendlich ist das Einsteigen gar nicht so rüde. Es sieht natürlich ungelenk aus, klar. Aber die Zeitstrafe kriegt er für die Materialprobe am Trikot. Gren gut spekuliert auf die Ecke. Jetzt hat sich Sargosen wirklich darauf konzentriert, voll durchzuziehen. Oh, da müssen sie doch was draus machen. Das gibt es doch nicht. Ja, Pekler weiß nicht so ganz, was er mit der Situation anfangen soll. Aber beim 3 gegen 3 auf so weitem Raum, da muss was passieren. Aber sie haben natürlich jetzt Respekt vor jedem Ballverlust, klar. Und die Verunsicherung im Angriff ist spürbar. Reinkind ist so nah dran und er wirft so stark in der zweiten Hälfte. Er muss einfach durchziehen. Auf der anderen Seite, meine Güte, da fehlt natürlich Steffen Weinhold. Er ist allein auf dieser Position. Und dann sind es 4. Und auch hier wieder nicht so richtig den Durchblick gehabt, denn da hat einer gefehlt in der Deckung. Aber wie lange müssen sie spielen und hart arbeiten, bis Sargosen da so einigermaßen aus der Bewegung geholt werden kann? Also die tun sich schon wirklich, wirklich schwer. Doch eher unbeholfene Situation von Christoph Hans. War die dritte Zeitstrafe? Ja, naja. Kann der
PRW natürlich doch noch mal helfen für die letzten Minuten. So, das ist natürlich auch totaler Quatsch, wie Landin hier wegschubst. Sargosen nimmt den Federhandschuh noch mal auf. Also, sie haben alle Zeit der Welt noch, um das Ergebnis erträglicher zu gestalten. Gut verteidigt. Ja, aber Paris versucht natürlich auch hier die Zeit runterzuspielen. Oh, einen Moment unaufmerksam. Niklas Landin, wahrscheinlich hat er gedacht, der will nur auf den Freiwurf aus. Keine Spannung gehabt. Also sind es wieder vier. Und ganz schön was abgespult von der Zeitstrafe. Ja, traut sich nicht, wie es der ganze Spiel. Jetzt. Jawohl. Hey Männer, es geht um jedes Tor. Bitte, bitte im Kopf behalten, jedes Tor. Jetzt möchte ich, dass wir spielen. Außen gegen 4-5. Also meint das Jugo? 4-5-1. Ja, 4-5-1. Lukas, Harry, du machst das. Abstand. Ecki, komm ein bisschen früher, dass du an 1 kommst. Entscheidung, hoch oder Entscheidung. Und dann zurück, ja. Wir müssen aber eine hinkriegen zum Wechsel. Wenn ihr jedes Tor kommt, komm, Männer, hey. Und los. Naja, das werden sie schon grundsätzlich im Hinterkopf haben, aber für die jeweilige Situation bringt dir so eine Ansage natürlich nichts, klar, aber wissen sie selbst. Zwei Tore noch aufholen, das wäre super. Sehr schön. Da hat Winzek mal den Verfolger abgeschüttelt. So, und jetzt immer noch mal Beton anrühren da hinten.
es ist grundsätzlich schwierig zu verteidigen. Ich will Pekeler da nicht in Schutz nehmen. Man weiß das vorher, wie Luke Steyn spielt. Und dass er sehr weit unten ist, ja, er bekommt eine gegen den Kopf und die Entscheidung ist nachvollziehbar. Und grundsätzlich sind sie einfach jetzt so kaputt, dass sie diesen ersten Antritt nicht mitgehen können von Staines. Ja, da hat einer in der Halle eine Pfeife und Thomas Goldunia hat angedeutet, war das das Kampfgericht? Nee, das ist einer in der Halle, der da gepfiffen hat. Deswegen gab es hier kurz Verwirrung. Bisschen Glück gehabt. Landin hat in den letzten Minuten leider keine Freien mehr wegnehmen können. So dass dieser schwache Wurf jetzt mal ganz gut tut. Hat er aber weggesetzt, mein lieber Mann. Heftig. Ball gespielt. Luka Karabatic. Da bist du aber alleine mit dem Urteil. Da ist eine rote Karte für meine Begriffe. Das ist ein Check. Auf jeden Fall die Chance, so wie ich das gesagt habe, das Ganze zu minimieren. Auf eine Zwei-Tore-Niederlage. Und das wäre für diesen Spielverlauf akzeptabel, für meine Begriffe. So, mit der Zeitstrafe haben sie wieder ein bisschen mehr Zeit für den Angriff. Gibelin, er ist jetzt mit drin, einer der jüngeren Spieler von Paris. Was ist da mit Sargosen passiert? Der ist ausgerutscht. So, da ist die Zeit abgelaufen. Gibt's denn das? Da haben sie extra so lange gespielt, weil das Zeitspiel eben aufgehoben war durch die 2-Minuten-Strafe. Und dann sind es am Ende 4 Tore
4 Tore Rückstand, mit denen der THW die Reise nach Paris antreten muss. Das ist nicht unmöglich, aber es muss eine gewaltige Steigerung her. Das war eine insgesamt starke Deckungsleistung von PSG, muss man wirklich sagen. Und vorne hat Lee Staines einfach wieder gewirbelt für seine Nebenleute. Dass dem THW leider in der Endphase schwindlig wurde. Sie hatten auch ein bisschen Angst, am Ende Fehler zu machen. Das hat man ganz klar gesehen. Und so läuft es halt, wenn dir der Gegner ein paar Bälle abkauft. Mit einer guten Defensive. Und das sind dann 47% Angriffsleistung bei den Kielern. Nichts Besonderes, aber das ist eben auch jetzt ein Gegner mit einem anderen Format gewesen, muss man auch sagen. Und diese Verletzung von Johansson am vergangenen Wochenende, die hat auch richtig reingehauen. Sarkozy hat es ja klasse gemacht, aber great game, I have to ein bisschen say, Druck, how tough was bisschen it mehr to Druck Kiel aus dem Rückraum hätte es schon sein dürfen. Of course, we knew that it was a really tough game. Last 3 years we played against each other in the quarterfinals, so we know each other really well. And there's a really special games every time to play here also in Kiel. With the audience, what is really pushing the Kiel team. So, yeah, we knew that it was a hard game, but I think we survived good. And we take advantage for the second game. We both know it's the first step only. What is it you have to do to actually do the second step, which is the more important one? The more important is to minimize the mistakes, the lost balls, and play our own game, also at home in Paris. And I hope we can continue like we did today, because in the end of the game, the score is the biggest advantage for us. So I think we played a really quite solid game, and we have to continue like this. Just one more question, please answer in French. How tough will it be to beat Kiel also at home? You need to refocus, of course. Oui, de jouer contre Kiel à la maison, ça va être un gros match. C'est bien que c'est dans notre salle à nous. Maintenant, on a un avantage de 4 buts, mais il n'y a rien joué encore. Donc, on attend des gens nombreux à Coubertin et on va tout donner pour passer en demi-finale. Merci beaucoup. Ja, ja. Er spielt seit 8 Jahren in Frankreich.